Liest sich Kolakowski ist tot. Autor D. Seltsam Gensi. In Memorial möchte ich hier respektvoll an Leszek Kolakowski erinnern, der gestern im Alter von 82 Jahren verstarb. Im englischen Oxford habe ich Herrn Kolakowski des Öfteren getroffen und wir haben auch mit anderen nächtelang diskutiert. Leszek Kolakowski, Stern 23. Oktober 1927 in Radom. 17. Juli 2009 in Oxford eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu, war ein polnischer Philosoph, Historiker der Philosophie und Essayist. Er wird vielfach als der prominenteste zeitgenössische polnische Philosoph angesehen. Kolakowski begann nach Ende des Zweiten Weltkrieges das Studium der Philosophie an der neu gegründeten Universität Ots und wurde Mitglied der Kommunistischen Partei. Er promovierte im Jahre 1953 mit der Schrift Die Lehre Spinozas von der Befreiung des Menschen, polnisch, und lehrte seitdem an der Universität Warschau. Im Jahre 1959 wurde er dort Professor für Philosophiegeschichte. Nachdem Kolakowski 1968 während der Märzunruhen wegen seines Eintretens für oppositionelle Studentenlehrverbot erhielt und aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen wurde, ging er ins Ausland. Er lehrte seitdem an verschiedenen nordamerikanischen Universitäten sowie am Altsulz College in Oxford. Kolakowski entwickelte eine stark von den Frühschriften von Karl Marx beeinflusste Philosophie, die man oft mit dem Begriff humanistischer Marxismus bezeichnet, gilt gleichzeitig aber als Kritiker des Marxismus. Sein Hauptwerk Die Hauptströmungen des Marxismus gibt eine umfassende Darstellung der verschiedenen Strömungen des Marxismus sowie seiner sozial- und geistesgeschichtlicher Vorläufer und Wegbereiter. Es stellt eine Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie dar. Kolakowski bezeichnet darin den Marxismus als die größte Fantasie unseres Jahrhunderts. Eckige Klammer auf 2 eckige Klammer zu das Werk schließt mit dem Urteil. Die Selbstvergötterung des Menschen, welcher der Marxismus philosophischen Ausdruck verlieh, endet wie alle individuellen und kollektiven Versuche der Selbstvergötterung. Sie erweist sich als der fargenhafte Aspekt der menschlichen Unzulänglichkeit. Eckige Klammer auf 3 eckige Klammer zu. 1977 erhielt Kolakowski den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, 1983 bekam er den Erasmus-Preis für Verdienste um die europäische Kultur, 1991 wurde Kolakowski mit dem Ernst-Bloch-Preis, 2007 mit dem Jerusalem-Preis für die Freiheit des Individuums in der Gesellschaft geehrt. Leszek Kolakowski ist tot. Autor D. Seltsam Gensi. In Memorial möchte ich hier respektvoll an Leszek Kolakowski erinnern, der gestern im Alter von 82 Jahren verstarb. Im englischen Oxford habe ich Herrn Kolakowski des Öfteren getroffen und wir haben auch mit anderen nächtelang diskutiert. Leszek Kolakowski, Stern 23. Oktober 1927 in Radom. 17. Juli 2009 in Oxford eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu, war ein polnischer Philosoph, Historiker der Philosophie und Essayist. Er wird vielfach als der prominenteste zeitgenössische polnische Philosoph angesehen. Kolakowski begann nach Ende des Zweiten Weltkrieges das Studium der Philosophie an der neu gegründeten Universität Ots und wurde Mitglied der Kommunistischen Partei. Er promovierte im Jahre 1953 mit der Schrift Die Lehre Spinozas von der Befreiung des Menschen, polnisch, und lehrte seitdem an der Universität Warschau. Im Jahre 1959 wurde er dort Professor für Philosophiegeschichte. Nachdem Kolakowski 1968 während der Märzunruhen wegen seines Eintretens für oppositionelle Studentenlehrverbot erhielt und aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen wurde, ging er ins Ausland. Er lehrte seitdem an verschiedenen nordamerikanischen Universitäten sowie am Altsulz College in Oxford.
Kołakowski entwickelte eine stark von den Frühschriften von Karl Marx beeinflusste Philosophie, die man oft mit dem Begriff humanistischer Marxismus bezeichnet, gilt gleichzeitig aber als Kritiker des Marxismus. Sein Hauptwerk Die Hauptströmungen des Marxismus gibt eine umfassende Darstellung der verschiedenen Strömungen des Marxismus sowie seiner sozial- und geistesgeschichtlicher Vorläufer und Wegbereiter. Es stellt eine Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie dar. Kołakowski bezeichnet darin den Marxismus als die größte Fantasie unseres Jahrhunderts. Eckige Klammer auf zweieckige Klammer zu das Werk schließt mit dem Urteil. Die Selbstvergötterung des Menschen, welcher der Marxismus philosophischen Ausdruck verlieh, endet wie alle individuellen und kollektiven Versuche der Selbstvergötterung. Sie erweist sich als der fargenhafte Aspekt der menschlichen Unzulänglichkeit. Eckige Klammer auf dreieckige Klammer zu. 1977 erhielt Kołakowski den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. 1983 bekam er den Erasmus-Preis für Verdienste um die europäische Kultur. 1991 wurde Kołakowski mit dem Ernst-Bloch-Preis, 2007 mit dem Jerusalem-Preis für die Freiheit des Individuums in der Gesellschaft geehrt. Leszek Kołakowski ist tot. Autor D. Seltsamkenzi. In Memorial möchte ich hier respektvoll an Leszek Kołakowski erinnern, der gestern im Alter von 82 Jahren verstarb. Im englischen Oxford habe ich Herrn Kołakowski des Öfteren getroffen und wir haben auch mit anderen nächtelang diskutiert. Leszek Kołakowski, Stern 23. Oktober 1927 in Radom. 17. Juli 2009 in Oxford eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu, war ein polnischer Philosoph, Historiker der Philosophie und Essayist. Er wird vielfach als der prominenteste zeitgenössische polnische Philosoph angesehen. Kołakowski begann nach Ende des Zweiten Weltkrieges das Studium der Philosophie an der neu gegründeten Universität Ott und wurde Mitglied der Kommunistischen Partei. Er promovierte im Jahre 1953 mit der Schrift Die Lehre Spinozas von der Befreiung des Menschen, polnisch, und lehrte seitdem an der Universität Warschau. Im Jahre 1959 wurde er dort Professor für Philosophiegeschichte. Nachdem Kołakowski 1968 während der Märzunruhen wegen seines Eintretens für oppositionelle Studentenlehrverbot erhielt und aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen wurde, ging er ins Ausland. Er lehrte seitdem an verschiedenen nordamerikanischen Universitäten sowie am Altschulz College in Oxford. Kołakowski entwickelte eine stark von den Frühschriften von Karl Marx beeinflusste Philosophie, die man oft mit dem Begriff humanistischer Marxismus bezeichnet, gilt gleichzeitig aber als Kritiker des Marxismus. Sein Hauptwerk Die Hauptströmungen des Marxismus gibt eine umfassende Darstellung der verschiedenen Strömungen des Marxismus sowie seiner sozial- und geistesgeschichtlicher Vorläufer und Wegbereiter. Es stellt eine Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie dar. Kołakowski bezeichnet darin den Marxismus als die größte Fantasie unseres Jahrhunderts. Eckige Klammer auf zweieckige Klammer zu das Werk schließt mit dem Urteil. Die Selbstvergötterung des Menschen, welcher der Marxismus philosophischen Ausdruck verlieh, endet wie alle individuellen und kollektiven Versuche der Selbstvergötterung. Sie erweist sich als der fargenhafte Aspekt der menschlichen Unzulänglichkeit. Eckige Klammer auf dreieckige Klammer zu. 1977 erhielt Kołakowski den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. 1983 bekam er den Erasmus-Preis für Verdienste um die europäische Kultur. 1991 wurde Kołakowski mit dem Ernst-Bloch-Preis, 2007 mit dem Jerusalem-Preis für die Freiheit des Individuums in der Gesellschaft geehrt.